Das darf doch alles nicht wahr sein. Was muss eigentlich noch passieren, damit die uns glauben? Hä? Es gibt eben keine Zeugen. Ja. Und Axel kann weiter den Schwesternschreck im Club spielen. Und selbst wenn. Es kann doch nicht sein, dass da nur Vollidioten trainieren. Ich hätte einfach nicht wieder mit dem Boxen anfangen sollen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Sowas kann dir überall passieren. Hätte ich einfach ganz normal weiter studiert, dann würdest du jetzt nicht so aussehen. Du denkst jetzt aber nicht ans Aufhören. Christian, du machst weiter. Aber was ist... Es gibt kein Aber. Vielleicht schafft Carla ja doch noch, dass irgendwie über die Sache berichtet wird. Wie denn? Wenn kein Verleger das so schreiben will, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt wart's doch erstmal ab. Konstantin, der hat recht, die von Lahnsteins. Die haben jede Menge Kontakte. Auf jeden Fall darfst du jetzt nicht aufgeben, sonst haben diese Drecksäcke wirklich noch gewonnen.